das war schön. Ich dachte, du fandest den Film schrecklich. Fand ich auch. Aber ich mochte die Gesellschaft. Sag mal, geht's dir gut? Ja. Ja, alles gut. Da kommt der Bus. Tschüss. Hättest mich ruhig küssen dürfen. Da sind Sie ja wieder. Wie heißen Sie denn? Jürgen Bayer. Wissen Sie, was passiert ist? Wir waren im Kino. Ich habe Amelie zum Bus gebracht. Sie hatten einen Kreislaufkollaps. Vermutlich durch das plötzliche Absacken des Blutdrucks. Ich habe nichts gegessen. Nichts gegessen? Ich habe Probleme mit dem Magen. Julian Bayer, 33, Kreislaufkollaps, Verdacht auf Hypoglykämie. 20-prozentige Glukoselösung IV, Blutdruck war bei 80 zu 50, mittlerweile 100 zu 60, Puls 80. Herr Bayer, guten Abend, mein Name ist Sandmann. Wir kümmern uns jetzt um Sie. Wie geht's Ihnen? Ja, schon viel besser. Hypoglykämie ist eine starke Unterzuckerung. Wenn Sie Ihrem Körper nicht genug Nahrung zuführen, dann sinkt der Zuckergehalt im Blut bedrohlich. Gott sei Dank konnten wir Ihre Energiespeicher durch die Infusion wieder auffüllen, aber... Kann ich jetzt gehen? Moment, wir behalten Sie noch ein paar Stunden zur Beobachtung hier. Aber wenn Ihr Blutdruck weiter stabil ist, dann können Sie nach Hause, ja? Na gut. Trotzdem möchte ich, dass Sie noch mal morgen in die Praxis kommen. Wir sollten das mit Ihren Magenproblemen dringend abklären. Ist alles in Ordnung? Lange Nacht. Ja, das kann man wohl sagen. Morgen. Morgen. Oh, na? Oh, danke, du bist ein Schatz. Gut, dass du auch da bist. Ich habe Neuigkeiten. Trommelwirbel? Ich gehe von der Schule ab. Wow, okay, das war einfacher, als ich dachte. Kann ich mal bitte die Butter haben? Moment. Du willst mir jetzt nicht gerade sagen, dass du eine Woche vor deinen Prüfungen alles hinschmeißt. Ich bin ja nicht völlig Panne. Ich mach die mittlere Reife. Aber danach ist Schluss. Ach so. Was heißt ach so? Entschuldige mal, aber was willst du denn dann machen? Euro ist auf der Platte schon. Du brauchst gar nicht auf die Klischeetube zu drücken. Ich habe natürlich einen Plan. Ich will eine Ausbildung machen und Geld verdienen. Okay. Und das was? Okay, ich glaube, das ist kein Thema, das man so zwischen Tür und Angel besprechen sollte. Geschickt gewählter Zeitpunkt übrigens, um so eine Bombe platzen zu lassen, mein Schatz. Wir sprechen dann heute Abend darüber. In Ruhe. Morgen! Morgen, mein Schatz. Morgen. Kein Hunger. Da sind alle Vitamine und Nährstoffe drin, die du brauchst für den Tag und kaum Kalorien. Wenn jemand so intelligent ist wie Nele, braucht er nicht so spindeldürr sein. Ich will nicht, dass sie spindeldürr ist, ich will, dass sie gesund ist. Wie war Mathe? 1+. Sag ich doch. Ist was? Nee, nur ein bisschen Bauchschmerzen. Gut, wir müssen nämlich gleich los zum Termin mit Herrn Konrad. Nele, räumst du das weg? Tschüss. Tschüss. Lecker. Du bist ja schon länger nicht mehr da gewesen. Ich habe nachgeguckt. Über ein Jahr. Ja, war viel los. Und willst du immer noch das Architekturbüro deiner Eltern übernehmen? Klar. Ich will nach Weimar an die Uni. Die hat einen super Ruf für Architektur. 150 zu 90.
Das ist zu hoch. Woran liegt das? Es kann sein, dass dein Hormonhaushalt durcheinander ist. Aber es kann auch einen anderen Grund geben. Ich spreche jetzt mal ein Thema an, das dir vielleicht ein bisschen unangenehm ist. Sie meinen, dass ich zu dick bin? Was ist im letzten Jahr passiert? Mein Freund hat mich verlassen. Er ist für ein Austauschjahr nach Australien und wollte dafür frei sein. Ist ja auch egal. Ich war gefrustet und hab gegessen. Und irgendwie kann ich nicht mehr aufhören damit. Dabei ist mir Henry echt voll egal jetzt. Aber ich habe immer noch Hunger. Es könnte auch mit den Hormonen zusammenhängen. Du steckst da mitten in der Pubertät. Wie sieht's mit der Periode aus? Total unregelmäßig bis gar nicht. Ich würde gern eine Ultraschalluntersuchung machen. Ist deine Mutter mitgekommen? Die arbeitet. Wir können sie anrufen? Nein, schon gut. Ist ja nicht das erste Mal. Okay. Herr Bayer, Sie wiegen 61 Kilo, meine Körpergröße von 1,85 und Ihr BMI ist bei 17. Normal wäre zwischen 20 und 25. Wieso haben Sie denn gestern so wenig gegessen? Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich vertrag Essen nicht besonders gut. Ich bekomme immer Magenschmerzen und Durchfall. Und gestern hatte ich eine Verabredung mit einer Frau. Amelie, die erste seit Ewigkeiten, und ich wollte kein Risiko eingehen. Und da haben Sie beschlossen, so wenig zu essen, dass Ihr Kreislauf kollabiert. Wie lange haben Sie denn schon die Beschwerden? Eigentlich so lange ich denken kann. Das heißt, Sie sind in der Sache gar nicht das erste Mal beim Arzt? Ja, zum 100. Mal. Reizdarm habe ich oft gehört. Und dass es nicht wirklich eine Therapie gibt. Okay, dann machen wir jetzt erstmal ein paar Untersuchungen, damit ich mir ein genaues Bild verschaffen kann. Okay? Bitte. Okay. Du kannst dich dann erstmal wieder anziehen. Nele, du bist schwanger. Quatsch. Ich kann gar nicht schwanger sein. Wovon denn? Ich hatte seit über 7 Monaten keinen... Sie wissen schon. Die Schwangerschaft ist schon weit fortgeschritten, etwa in der 35. Woche. Die starken Unterleibsschmerzen, die du hast, das sind Übungswehen. Das ist vollkommener Schwachsinn. Wenn man nicht ganz schlank ist, dann kann es passieren, dass man nicht merkt, dass man schwanger ist. Denk mal zurück. Ende letzten Jahres war dir da vielleicht auch öfter übel. Hast du dich vielleicht sogar übergeben? Was? Nein, ich hatte ziemlich schlimm Magen-Darm, nachdem Henry weg war, aber... Das ist jetzt erstmal ein Schock für dich. Wir rufen deine Mutter an, damit sie herkommt, ja? Was? Sie sagen ihr doch nichts. Das dürfen sie nicht. Ich kann verstehen, dass du Angst davor hast. Sie verstehen gar nichts. Meine Eltern dürfen das auf keinen Fall erfahren. Sie haben eine Schweigepflicht, obwohl ich minderjährig bin. Ja, das stimmt. Aber Nele, du bist schwanger. Das kannst du auf Dauer nicht verheimlichen. Jetzt müssen wir uns erstmal vergewissern, dass es dir und dem Baby gut geht, ja? Machen Sie bitte eine Blut- und eine Urinprobe von Nele Reichert und die muss dann sofort ins Labor, ja? Und rufen Sie die Mutter an, dass sie Nele abholt. Und kümmern sich in der Zwischenzeit um die Patientin, ja? Danke. Galle auch soweit unauffällig. Bitte sehr. Sagen Sie, Herr Bayer, sind Sie schon mal auf Helicobacter getestet worden? Wie bitte? Helicobacter ist ein Bakterium, was sich im Magen ansiedelt. Und das kann unter Umständen zu diesen Symptomen führen. Okay. Ich würde ganz gerne Blut auf die entsprechenden Antikörper testen und dann machen wir auch noch einen Lebensmittelallergietest. Einverstanden? Sie glauben nicht, wie sehr ich mir wünsche, dass Sie was finden. Oh, machen Sie sich mal keine Sorgen. Meine Assistentin wird Ihnen Blut abnehmen und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn die Ergebnisse vorliegen, okay? Prima. Sie können sich wieder anziehen. Darf ich? Ja, bitte. Ich untersuche gerade die Proben von Nele Reichert. Die Analyse ist gleich abgeschlossen. Sehr gut. Nur eine Woche,
Und schon haben Sie es geschafft, dass wir uns nicht mehr vorstellen können, wie wir jemals ohne Laborärztin ausgekommen sind. Ich hoffe, das ist kein Versuch, mir zu schmeicheln. Ich arbeite immer schnell und präzise. Die Patientin ist in der 35. Schwangerschaftswoche. Sie ist 16 Jahre alt, war bei keiner einzigen Vorsorgeuntersuchung und hat die Schwangerschaft bisher komplett verdrängt. Gravitas suppressalis, ein interessantes Phänomen. Häufiger als man denkt. Tatsächlich ist eine von 500 schwangeren Frauen davon betroffen. 25% davon bemerkt sogar erst bei der Geburt, dass sie schwanger sind. Sie kennen sich sehr gut aus in meinem Fachgebiet. Möchtest du noch was trinken? Ich kann dir was holen. Nein, danke. Ich saß doch in der Besprechung mit Herrn Konrad fest. Du hast heute Morgen gar nichts gesagt. Ich wäre doch mitgekommen zur Ärztin. Wie geht's dir denn? Gut. Ich habe Wachstumsstörungen. Können wir jetzt gehen? Nein, wir können nicht gehen. Ich möchte noch mit Frau Dr. Ewald sprechen. Sie hat gesagt, es geht mir gut. Ich soll mich nur ein bisschen ausruhen. Bitte lass uns jetzt gehen. 12:30 Uhr? In Ordnung, trage ich ein. Gut, wiederhören. Nele? Solltest du nicht noch mal zu Frau Ewald rein? Nein, sie hat gesagt, dass alles okay ist. Ich sollte ja nur auf meine Mutter warten. Das glaube ich nicht. Ich glaube, du solltest dann noch mal... Was war denn das? Glauben Sie etwa, meine Tochter lügt, wenn Nele sagt, sie kann gehen? Dann stimmt das auch. Ich... Auf Wiedersehen. Schwangerschaftsvergiftung können wir ausschließen. Gut. Ja, aber schauen Sie sich mal die anderen Werte an. Ja, bitte? Frau Ewald, für Sie. Ja? Nele Reichert wurde gerade von ihrer Mutter abgeholt und sie sagte, sie hätten alles besprochen und sie könne nach Hause gehen. Aber mir kam es merkwürdig vor. Nele, gut, dass du noch da bist. Meine Mutter kommt gleich. Die wollte nur schnell das Auto holen. Aber wir wollten doch noch die Untersuchungsergebnisse abwarten und auch besprechen. Hast du das nicht verstanden? Ich nehme an, du willst nicht noch mal mit hochkommen. Damit deine Mutter nichts mitbekommt? Ich kann verstehen, dass du erstmal Zeit brauchst, um das zu verdauen. Aber dann musst du mit deiner Mutter reden. Ja, ich weiß. Wir haben erhöhte Zuckerwerte in deinem Urin gefunden. Zusammen mit dem Bluthochdruck ist das ein Hinweis auf Schwangerschaftsdiabetes. Das müssen wir abklären. Ist das gefährlich? Unbehandelt schon. Wir müssen das auf jeden Fall testen. Am besten, du kommst morgen früh nüchtern in die Praxis. Ich kann das irgendwie alles noch gar nicht glauben. Das kann ich verstehen. Aber du kommst morgen früh in die Praxis? Ja, klar. Ich will ja, dass meinem Baby gut geht. Hallo. Hallo. Schön, dich zu sehen. Ich habe eine Überraschung für dich. Mach die Augen zu. Okay. Okay. Nach links. Stopp. Augen auf. Oh. Habe ich selbst gebacken. Möchtest du ein Stück? Gerne. Und, lecker? Mhm. Oh Mann, ich hoffe nur, Nele beichtet das ihrer Mutter. Aber wieso war sie denn nicht mit in der Praxis? Naja, Nele ist jetzt mit ihren 16 schon relativ reif und selbstständig. Die Eltern sind beruflich sehr eingespannt. Na klar, mit 16 fällt natürlich die Einwilligungspflicht weg. Das heißt, Nele kann selbst entscheiden, ob sie untersucht wird. Mhm. Und ich bin den Eltern gegenüber an meine Schweigepflicht gebunden. Stimmt. Und wenn ich mir vorstelle, das wäre Lotte.
Und ich wüsste überhaupt nicht, was mit ihr los ist. Das wäre schrecklich. Ja, aber sie wird es doch ihrer Mutter erzählen. Sie hat doch gesagt, dass sie vernünftig ist. Aber sie ist eben auch ein Teenager. Es tut mir leid. Wenn du wüsstest, wie leid mir das tut, ich muss los. Du bist doch selber nach der 10. abgegangen. Ich verstehe echt nicht, warum das jetzt bei mir ein Problem ist. Aber ich habe mein Abi nach meiner Krankenschwesterausbildung nachgeholt, auf dem zweiten Bildungsweg. Ja, weil du Ärztin werden wolltest. Ich will nicht studieren. Ich verstehe das nicht. Warum muss das so eine Hauruck-Aktion sein? Sag du doch auch mal was. Ich finde, du solltest dir mit dieser Entscheidung Zeit lassen. Klar, du weißt jetzt noch nicht, was das Richtige für dich ist. Aber weißt du, wenn du jetzt abgehst, dann läufst du Gefahr, dass du alles ein bisschen machst, aber nichts wirklich. Ich bin nicht Clara. Das sagt auch niemand. Okay. Welchen Beruf hast du dir denn ausgesucht? Soweit bin ich noch nicht. Aber mir fällt schon was ein. Echt ein genialer Plan, Lotte. Da kann ja nichts schiefgehen. Sorry, aber ich muss noch einen Vortrag machen. Das finde ich jetzt aber auch ein bisschen merkwürdig. Ist mir ziemlich egal, wie ihr das findet. Meine Entscheidung steht fest. Du hast es überhaupt nicht verdient, dass du so traurig wegen ihm bist. Ja, ich weiß, aber... Mäuschen, wenn du erst mal studierst, werden dir noch so viele interessante Männer begegnen, die alle viel besser zu dir passen. Du wirst die Firma übernehmen und du wirst glücklich sein, glaub mir. Und wenn ich gar nicht an die Uni gehe? Ach, was redest du denn da? Natürlich gehst du zur Uni. Und wenn nicht? Nele, du wirst dir wegen Henry... und wegen eines albernen Liebeskummers nicht die Zukunft verbauen. Schätzchen, momentan glaubst du, die Welt bricht für dich zusammen. Das verstehe ich. Du verstehst gar nichts! Nee. Ich meine, vielleicht sollten wir Lotte doch lieber umstimmen. Ach, dann kennst du meine Tochter schlecht. Das Einzige, was wir machen können, ist hoffen, dass es für sie doch die richtige Entscheidung ist. Ist es nicht ein bisschen einfach? Was soll denn das heißen? Ich meine, du bist die Mutter. Du musst dir diese Schwachsinnsidee ausreden. Ach, muss ich? Und warum? Weil du sie für schwachsinnig hältst, oder was? Weil Lotte die Tragweite dieser Entscheidung nicht beurteilen kann. Tanja, ich hab das mit Clara durch. Das ist Wahnsinn. Heute das, morgen jenes, übermorgen was ganz anderes. Sie hat ja gesagt, dass sie sich über Ausbildungsmöglichkeiten informiert. Ja, aber informieren ist was anderes als die Schule abbrechen. Okay, ich hätte es auch lieber, wenn Lotte ihr Abi macht. Das kannst du mir glauben. Damit hätte sie viel mehr Möglichkeiten. Aber ich kann sie nicht zwingen. Das ist ihr Leben. Ewald? Nele? Okay, ganz ruhig. Du bleibst, wo du bist. Ich bin in 5 Minuten da.
Nele, was machst du denn hier? Ich wollte mit meiner Mutter reden. Aber ich habe mich nicht getraut. Deine Eltern werden dich unterstützen. Ich kenne meine Eltern nicht. Sie werden so enttäuscht von mir sein. Für die ist eine Dreimatte schon ein Weltuntergang. Aber schwanger, das ist das Ende. Ich muss die Schule abbrechen. Ich kann nicht zur Uni gehen. Aber das kannst du doch alles trotzdem machen. Vielleicht jetzt nicht gleich. Aber nur weil man ein Kind hat, heißt das nicht, dass man nicht studieren oder arbeiten kann. Ich habe ja auch eine Tochter. Und eins kann ich dir sagen. Eltern lieben ihre Kinder. Egal, was passiert. Könnten Sie mir bitte sagen, wer Sie sind? Und warum Sie um diese Uhrzeit mit meiner Tochter unterwegs sind? Tanja Ewald. Frau Ewald ist unsere Gynäkologin. Ich bin schwanger. Ich kann verstehen, dass das jetzt erstmal ein Schock für Sie ist. Ja, aber wer ist denn der Vater? Henry. Henry, der ist doch schon seit Monaten... Wie weit bist du denn? In der 35. Woche. Nele hat das nicht mit Absicht vor Ihnen verheimlicht. Sie hat selber nicht gemerkt. Papa, sag doch auch mal was. Ich hab dir nichts mehr zu sagen. Was? Du hast mich gehört. Herr Reichert, Ihre Tochter braucht Sie jetzt. Ich hab das doch nicht mit Absicht gemacht. Wir haben jedes Mal verhütet. Dein Sexualleben interessiert mich nicht! Frau Reichert? Können Sie mich bitte zu meiner Freundin bringen? Aber du kommst nachher in die Praxis. Alles klar, Mama? Ja, danke, mein Schatz. Alles in Ordnung. Ich hatte eine anstrengende Nacht, ich war bei einer Patientin. Ich weiß schon, warum ich nicht Ärztin werde. Gut, dann wissen wir ja wenigstens, was du nicht willst. Okay, ich hab's verstanden. Deine Entscheidung ist getroffen. Aber wir können uns ja wenigstens darüber unterhalten, wie es jetzt weitergeht. Hi. Ja, wir sind doch eine Familie. Wir können über alles reden. Du willst doch gar nicht reden. Du willst mir deine Meinung aufdrängen. Vergiss es, Christian. Das kannst du vielleicht mit deinen eigenen Kindern machen. Lotte, bitte, bleib hier. Ich hätte echt gerne allein mit dir gesprochen. Entschuldige, dass ich auch hier lebe. Ich meine, das Mädchen ist dabei, eine Entscheidung zu treffen, die ihr ganzes Leben beeinflussen kann. Das kann man doch nicht hier allein überlassen. Kann man nicht? Also, meinst du, kann ich nicht, oder? Ich glaube, ich weiß ein bisschen besser, was gut für meine Tochter ist. Ich habe das 16 Jahre lang ganz gut hinbekommen, okay? Und heute Nacht habe ich gemerkt, was passiert, wenn Eltern ihrem Kind ihre Erwartungen überstülpen. Ich werde diesen Fehler nicht machen. Wir sehen uns in der Praxis. Nele Reichert ist noch nicht da? Leider nein. Sie hat mir versprochen zu kommen. Hey, da bist du ja. Ist alles in Ordnung soweit? Haben deine Eltern sich gemeldet? Natürlich nicht. Sie haben doch gehört, was mein Vater gesagt hat. Wir finden gemeinsam eine Lösung, wie es jetzt weitergeht. Versprochen. Und jetzt machen wir erstmal den Glukosetoleranztest. Nehmen wir sie gleich mit? Klar. Kommst du? Amelie? Schön, dass du zurückrufst. Ich schwöre dir, das hatte gestern nichts mit dir zu tun. Ich habe vergessen, den Herd auszumachen und... Wirklich? In einer Stunde? Okay. Bis gleich. Ciao. Ciao. Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Herr Bayer,
Der Bluttest für den Helicobacter und ihre Lebensmittelunverträglichkeit, der war leider negativ. Das heißt, wir werden noch ein paar Tests machen müssen. Hm. Herr Meier, hat man bei Ihnen schon mal eine Magen-Darm-Spiegelung gemacht? Mehr als einmal. Ist nie was bei rausgekommen. Ihr Einverständnis vorausgesetzt, würde ich ganz gerne bei Ihrem früheren Arzt die Unterlagen mal anfordern. Lassen Sie mich raten, Sie sind mit Ihrem Latein am Ende und wissen nicht, was mir fehlt? Im Gegenteil. Wissen Sie, es gibt eine ganze Menge Unverträglichkeiten, die man nicht eindeutig im Blut nachweisen kann. Laktoseintoleranz zum Beispiel. Also Milchprodukte esse ich schon lange nicht mehr. Dann können wir das schon mal ausschließen. Aber es gibt zum Beispiel auch Fructoseintoleranz. Ich würde gerne mit Ihnen einen Wasserstoffatemtest durchführen. Dabei ist es wichtig, dass Sie 20 Sekunden die Luft anhalten und dann hier reinblasen. Dann haben wir einen Referenzwert. Ich gebe Ihnen dann eine Fructoselösung und dann machen wir eine Vergleichsmessung. Ich bin in einer Stunde verabredet. Ihre Freundin kann Sie doch vielleicht auch hier in der Praxis abholen. Naja, also meine Krankengeschichte habe ich mit ihr jetzt noch nicht diskutiert. Oder sprechen Sie bei der zweiten Verabredung ausführlich über Ihre Verdauung? Ja. Nele, ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten, aber der Glukosetoleranztest hat einen Schwangerschaftsdiabetes bestätigt. Was bedeutet das? Erstmal ist es gut, dass wir den Diabetes entdeckt haben. Wir stellen deinen Blutzucker ein und dann müsste der Blutdruck eigentlich auch runtergehen. Wenn das nicht passiert, dann musst du zusätzlich noch blutdrucksenkende Medikamente nehmen. Meine Oma hat Diabetes. Heißt das, ich muss mir jetzt auch immer Insulin spritzen? Nur während der Schwangerschaft. Nach der Geburt geht diese Form der Zuckerkrankheit ganz von alleine wieder weg. Geht's meinem Baby gut? Ja, dem geht's gut. Aber es ist schon ziemlich groß, was auch eine Folge des Diabetes ist. Dadurch besteht das Risiko einer Frühgeburt. Aber mach dir jetzt bitte keine Sorgen. Wir werden alles tun, um das zu verhindern. Wir fangen jetzt sofort mit der Insulintherapie an. Dazu müssen wir dich einstellen. Das können wir auch hier in der Praxis machen. Dazu müsstest du allerdings einige Stunden hierbleiben. Ich kann ja eh nirgendwo hin. Das ist eine Beratungsstelle für junge Mütter in deiner Situation. Es gibt auch Mutter-Kind-Wohnprojekte. Und dir stehen diverse Hilfen vom Staat zu. Ich schaff das nicht alleine. Doch, das schaffst du. Weil du eine starke junge Frau bist. Stimmt's? Fructoseintoleranz scheidet auch aus. Ich fürchte, Sie müssen noch ein bisschen Geduld aufbringen und wir werden noch ein paar andere Tests machen. Jetzt lassen Sie mal den Kopf nicht hängen, Herr Bayer. Wir finden schon heraus, was Ihnen fehlt. Das ist es nicht. Ich habe Amelie angerufen. Sie holt mich hier ab. Wo ist das Problem? Naja, ein Mann, der nach einem Restaurantbesuch 2 Stunden auf der Toilette hockt, ist nicht besonders attraktiv. Also, ich finde, Sie setzen sich etwas unter Druck. Vielleicht hat sie gar nicht so viele Probleme damit. Ja, und wenn doch? Ich glaube, Sie unterschätzen Ihre Freundin. Ich nehme mal an, du hast gestern den Herd gar nicht angelassen. Du hast dich krank gefühlt und musstest nach Hause. Kapier ich nicht. Warum sagst du das nicht einfach? Weil ich mich in dich verliebt habe. Das kommt jetzt unerwartet. Sorry, das ist mir so rausgerutscht. Ach so, dann war das nicht ernst gemeint. Doch, natürlich. Ich weiß noch nicht, ob ich mich sonst getraut hätte. Und vermutlich hätte ich mir auch eine etwas romantischere Umgebung ausgesucht. Weißt du denn inzwischen, was mit dir los ist? Aber ich habe morgen wieder einen Termin bei Dr. Kleist. Und solange ich nichts esse, geht's mir prima. Okay. Manchmal fällt es mir echt schwer, Verständnis für gewisse Leute aufzubringen. Ich hoffe jetzt mal, es geht nicht gegen mich. Nein, natürlich nicht. Tanja, es tut mir leid. Ich wollte deine Fähigkeiten als Mutter heute Morgen nicht torpedieren oder in Frage stellen. Ich mache mir einfach Sorgen um Lotte.
Weißt du, Lotte ist mit 9 Monaten losgelaufen. Die anderen in der Krabbelgruppe sind auf dem Boden rumgerobbt, da ist sie durch die Gegend gewackelt. Natürlich ist sie ständig hingefallen. Die war über Monate ein einziger blauer Fleck. Hätte ich sie festbinden sollen? Nein, um Gottes Willen. Kinder müssen ihre eigenen Erfahrungen machen. Meinst du, meine Eltern waren glücklich, als ich nach der 10. die Schule abgebrochen habe, um Krankenschwester zu werden? Aber ich bin froh, dass es so war. Sonst wäre ich jetzt nicht die Frau, die vor dir sitzt. Gott sei Dank. Jetzt rufe ich die Reicherts an. Die können Nele nicht einfach sich selbst überlassen. So, das ist dein Blutzucker-Tagebuch. Hier trägst du die Werte ein, die du gemessen hast, und die Insulingaben. Okay? Okay. Alles klar. Hallo. Hi. Hi. Du bist neu hier, oder? Ja, stimmt. Und du kommst wohl öfter her, oder? Ab und zu. Entschuldigung. Was kann ich für dich tun? Ich würde gerne zu Dr. Kleist. Okay. Hast du eine Versichertenkarte dabei? Mhm. Das ist kein Problem. Du kannst einfach nachrechnen. Wie heißt du eigentlich? Clara Hofer. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Dr. Kleist, haben Sie kurz Zeit für Frau Hofer? Klar, meine Tochter. Kommst du? Ihre Tochter. Danke. Der ist aber niedlich. Ein Mann als Sprechstundenhilfe. Sehr fortschrittlich. Das nennt man medizinischer Fachangestellter. Ich sag doch, sehr fortschrittlich. Okay, mein Schatz, was kann ich für dich tun? Ich habe Neuigkeiten. Und zwar werde ich studieren. Veterinärmedizin. Was denn? Freust du dich gar nicht? Ich meine, ist doch auch Ärztin. Zwar nur Tierärztin, aber hat was mit Medizin zu tun. Ich kann nicht glauben, dass du das gerade. Also, ich, ehrlich gesagt, Clara, ich dachte, wir sind mit diesem ganzen Hin und Her durch. Du willst mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass du jetzt die Ausbildung abbrichst, weil du wieder studieren willst. Wir redeten von abbrechen. Ich mache meine Pferdewirtin zu Ende. Erstens ist es eine gute Grundlage und zweitens habe ich eh Wartesemester, weil der NC bei 1,3 liegt. Gut, also, kannst du es mir nochmal sagen? Was möchtest du werden? Ich werde studieren. Veterinärmedizin. Tada! Und was machen wir jetzt? Hoch zur Wartburg? Boah, lieber nicht. Es fängt gleich an zu regnen. Unke. Kino? Los, komm, den kriegen wir noch. Julian, was ist los? Herr Bayer ist hier mit Brustschmerzen und Atemnot. Okay. Wir machen ein EKG und einen Ultraschall. Mhm. Also die Pumpfunktion des Herzens scheint mir nicht eingeschränkt zu sein. Also kein Herzinfarkt? Nein, nicht soweit ich hier sehen kann. Sagen Sie, Herr Bayer, haben Sie heute genug gegessen? Ehrlich gesagt nicht. Ich esse eigentlich nie vor dem Nachmittag. Wissen Sie, ob Sie bei unserem ersten Termin auch nüchtern waren? Ziemlich sicher. Ich würde mir ganz gerne noch mal Ihren Bauchraum anhören. Aber dafür müssen Sie was gegessen haben. Hier. Habe ich immer dabei. Das zieht hier wieder so. Aber viel schlimmer als beim letzten Mal. Das können sehr heftige Übungswehen sein. Es kann aber auch sein, dass du schon richtige Wehen hast. Das CTG misst die Herztöne des Babys und die Wehentätigkeit. Damit können wir feststellen, ob es dem Baby gut geht. Und ob du schon geburtsrelevante Wehen hast. Stenosegeräusche. Das deutet auf eine Verengung ihrer Baucharterie hin. Aber Sie haben mich doch schon mal abgehört. Ja, das ist richtig. Aber wenn Ihr Magen am Verdauen ist, dann braucht er mehr Blut für diese Arbeit. Und erst dann wird die Verengung richtig hörbar. Verengte Arterie? Aber ich rauche doch gar nicht. Und übergewichtig kann man mich auch nicht gerade nennen.
Das ist richtig, aber es gibt leider auch noch andere Ursachen für eine Stenose. Ich würde gerne ein MRT machen, dass wir die Ursache für die Stenose finden. Nele, du hast schon leichte Wehen. Du brauchst jetzt Ruhe, damit die Geburt nicht vorzeitig beginnt. Es ist sehr wichtig, dass du jetzt möglichst wenig Stress hast. Ich verstehe, dass das in dieser Situation leichter gesagt als getan ist. Hör mal, ich habe deine Eltern angerufen. Deine Mutter hat gesagt, dass sie herkommt. War das in deinem Sinne? Und mein Vater? Hallo, Nele. Frau Reichert, bevor Sie miteinander sprechen, möchte ich noch mal betonen, wie wichtig es ist, dass Sie Ihre Tochter nicht unnötig aufregen. Ich Sie? Allerdings. Nele ist hochschwanger. Sie leidet unter Schwangerschaftsdiabetes und Bluthochdruck. Aufregung kann eine Frühgeburt auslösen. Haben Sie das verstanden? Wie gefährlich ist das denn? Geht's ihr gut? Nele, geht's dir gut? Wir haben das unter Kontrolle. Was sie jetzt braucht, ist Ruhe und Unterstützung. Wo ist Papa? Papa ist in der Firma. Er ist sehr enttäuscht. Das musst du verstehen. Vielleicht, wenn du dich bei ihm entschuldigst? Frau Reichert, ich glaube... Weißt du was, Mama? Papa denkt immer, er ist der perfekte Vater. Aber es ist auch gar nicht so schwer, wenn man die perfekte Tochter hat, die immer nur eins mit nach Hause bringt und nie Schwierigkeiten. Oh Gott, was ist mit ihr? Nele, was ist los? Nele, das ist der Bluthochdruck. Atme tief. Ich glaube, ich habe ihn nie ausgemacht. Deine Fruchtblase ist geplatzt. Leg dich wieder hin. Mama? Ja, Nele Reichert hat einen vorzeitigen Blasensprung. Bitte rufen Sie den Krankenwagen. Sie können mit rein. Ja. Ich muss erst noch meinem Mann Bescheid sagen. Tun Sie das. Es wird alles gut. Es tut so schrecklich weh. Du hast jetzt Geburtswehen und der Muttermund ist auch schon leicht geöffnet. Dein Baby wird heute nicht zur Welt kommen. Ist das viel zu früh? Nein, in der 35. Woche ist das Baby fast vollständig entwickelt. Dumbo-Syndrom. Sehen Sie hier? An dieser Stelle klemmt das Zwerchfell den Truncus celiacus ab. Ist kein Wunder, dass die Verdauungsorgane nicht richtig arbeiten. Wahrscheinlich ist er jahrelang von Arzt zu Arzt gerannt, wie die meisten Dunbar-Patienten. So macht es auch Sinn. Dunbar ist ohne MRT überhaupt nicht diagnostizierbar und da kommt man ja auch nicht sofort drauf. Aber irgendwann dann eben schon? Von Hatzfeld. Okay, wir sind fertig. Der Herr Bayer, Sie leiden am sogenannten Dunbar-Syndrom. Noch nie gehört. Ist nicht weiter verwunderlich, ist eine äußerst seltene Erkrankung. Sie müssen sich das Zwerchfell vorstellen. Und da gibt es eine kleine Lücke. Normalerweise geht die Bauchaorta durch diese Lücke durch. Unterhalb des Zwerchfells teilt sich von dieser Bauchaorta normalerweise die Baucharterie ab. Bei Ihnen ist das Ganze etwas hochgerutscht und liegt quasi im Zwerchfell drin. Ist manchmal angeboren, manchmal auch durchs Wachstum entstanden. Ich bin mit 16... ziemlich schnell gewachsen. Danach fing, glaube ich, alles an. Ja, sehen Sie, das ist doch eine plausible Erklärung. In Ihrem Fall drückt das Zwerchfell auf diese Arterie. Und dann bekommt man Bauchschmerzen? Ja, genau. Oder eben auch Erbrechen und Durchfall. Und kann man das heilen? Ja. Man kann einen Teil von diesem Zwerchfellstrang operativ minimalinvasiv durchtrennen. Und dann kann ich ganz normal essen? Ja, ganz normal. Wie jeder andere Mensch auch. Entschuldigen Sie bitte, das... Es ist völlig in Ordnung. Ich werde Ihnen jetzt noch eine Überweisung in die Klinik fertig machen lassen und dann sind Sie auf dem besten Weg. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Kleist. Gern geschehen. Danke, dass du da bist. Ich habe doch gar nichts gemacht, außer dich zu nötigen, meinen selbstgebackenen Kuchen zu essen. Warum hast du ihn auch noch runtergewürgt? Du wusstest das doch nicht. Und
Nach der Operation will ich unbedingt noch so einen Kuchen. Ach, übrigens, auch wenn das ja nicht der romantischste Ort ist, aber ich habe mich auch in dich verliebt. Herr Bayer, die Überweisung fürs Krankenhaus. Danke. Lotte! Hast du mich erschreckt? Was ist denn los mit dir? Hast du Ärger zu Hause? Komm mal her. Da setz dich. Christian nervt. Der mischt sich einfach nur in Dinge ein, die ihn überhaupt nichts angehen. Ich meine, es ist doch meine Sache, ob ich Abi mache oder nicht. Das kann er mir ja nicht verbieten. Willst du? Nein. Ja. Was sagt denn deine Mutter dazu? Die ist cooler. Aber wer weiß, ob Christian sie nicht doch noch auf seine Seite zieht. Auf seine Seite, auf die Seite ziehen, das klingt ja alles wie Kampf. Ist es ja auch. Alle müssen immer Christians Meinung sein. Ah, und er darf keine eigene Meinung haben? Doch. Also, in einer Familie, da ist man niemals immer einer Meinung. Da gibt's auch Auseinandersetzungen. Das ist völlig normal. Man muss einander akzeptieren und tolerieren. Da kann nicht einer über den anderen bestimmen. Das habe ich doch toll gesagt, oder? Mal komm. Nora, war das der letzte Patient? Dann würde ich jetzt gehen. Im Notfall bin ich übers Handy erreichbar. Ist irgendwas? Um die Zeit haben Sie noch nie die Praxis verlassen. Nee, alles gut. Das ist schon mal klar. Köchin wirst du besser nicht. Aber es sieht gar nicht so schlimm aus. Naja. Wo ist eigentlich Tanja? In der Klinik. Hm. Also, was ist so schlimm daran, wenn ich die Schule verlasse? Du willst meine Meinung hören? Ernsthaft? Ja. Okay, ich finde es einfach schade, wenn man die Schule abbricht. Weil die meisten Menschen, die hocken zu Hause auf dem Sofa rum, verdaddeln die Zeit und irgendwann sind sie alt und grau. Oder man entspannt sich erstmal nach 10 Jahren Schule. Klar, aber die Frage ist eben, wie lange man entspannt. Ich habe doch gesagt, ich mache eine Ausbildung. Das finde ich auch gut. Aber wenn du zum Beispiel irgendwann studieren willst, dann brauchst du auf jeden Fall das Abitur. Kann ich ja dann immer noch nachholen. Das stimmt, aber du könntest es auch jetzt machen, wo du sowieso in der Schule bist. Möchte ich aber nicht. Ich will kein Abi machen, nur um es dir recht zu machen. Ich will mein Leben so führen, wie ich das will. Findest du es nicht spießig, die Schule hinzuwerfen, nur weil deine beste Freundin das jetzt auch gerade macht? Sei du doch nicht so spießig. Bitte? Sie hat ihre 10 Jahre doch schon abgesessen. Lass sie doch ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und außerdem können wir heute im Netz nach Ausbildung gucken. Super. Mensch, Christian, vertrau mir doch einfach mal. Ich vertraue dir. Cool. So, wer will noch ein paar Nudeln? Oh, ich will Habsalz. Ich wollte noch Tschüss sagen, bevor ich gehe. Wie heißt sie denn? Ella. Also die Ärzte sagen, dass Ella schon sehr gut selbstständig atmen kann. Trinkt sie denn? Super. Wenn du sie nicht am Körper hast, dann legst du sie ins Wärmebettchen, ja? Weil sie kann ihre Temperatur noch nicht so gut alleine halten. Also geht sie gut? Ja, sie ist gesund. Danke, Frau Ewald. Draußen wartet Besuch. Soll ich sie reinlassen? Gut gemacht. Sie können jetzt reinkommen. Papa.
mir so schrecklich leid. Weißt du, wenn ich dich sehe, dann bist du für mich immer noch das kleine Mädchen mit Zöpfen, dem ich das Radfahren beigebracht habe. Schau mal, Ella. Das ist deine Oma und das ist dein Opa. Der wird dir mal das Radfahren beibringen. Wo sind denn alle? Pizza holen. Weißt du eigentlich, wie stolz ich auf dich bin? Hä? Habe ich was nicht mitgekriegt? Mein Kind, ich bin wahnsinnig stolz auf dich. Weil du den Mut hast, mit mir auch über Dinge zu reden, von denen du weißt, dass ich sie nicht so gerne höre. Und das ist nicht selbstverständlich. Und ich will, dass du weißt, wenn du mich brauchst, ich bin immer für dich da, ja? Ich weiß. Ach, da bist du ja. Perfektes Tag. Wer hat Hunger? Ah. Ja, ich. Yes. Und, wie lief der Test? Was für ein Test? Ich und Clara wollen nach Berufen recherchieren. Und dann habe ich erstmal so einen Eignungstest gemacht. Aha, und was ist dabei rausgekommen? Ich werde wohl Dirigentin. Was denn? Traust du mir das nicht zu? Doch, klar. Aber ich meine, also, du spielst ja nicht mein Instrument. Oh, na, das stimmt. Dann war das wohl nur ein Scherz. Ha, witzig. Du solltest Komikerin werden. Tatsächlich wäre ich wohl eine gute Arzthelferin, sagt zumindest der Test. Du meinst medizinische Fachangestellte? Wie auch immer. Mal schauen. Obwohl, warum eigentlich nicht? Ja, warum eigentlich nicht?